Oh, hallo Leute. Ihr glaubt nie, wo ich gerade bin. Im Weltall. Ich bin gerade auf dem Weg zum Mars. Cool, ne? Und ich kann ihn da vorne schon sehen. Ich bin gleich da. Ich hoffe echt, ich kriege eine sichere Landung hin. Aber dafür hatte ich doch diesen Knopf hier. Wo ist er denn? Der da. Mist, das war der falsche Knopf. Vielleicht der hier. Ja, das war er. Also, drückt mir die Daumen für eine sichere Landung auf dem Mars. Genau darum geht's heute. Um den Mars. Und jetzt vorsichtig, vorsichtig. Der Mars. Schon seit Jahrtausenden zieht der rote Planet uns Menschen in den Bann. Er ist der vierte Planet in unserem Sonnensystem. Außerdem unser Nachbarplanet. Und ungefähr halb so groß wie die Erde. Vielleicht habt ihr den Mars sogar schon mal gesehen. Denn wenn Erde und Mars günstig zueinander stehen, können wir ihn als roten Punkt am Sternenhimmel erkennen. Bisher hat es aber noch kein Mensch auf den roten Planeten geschafft. Denn auch wenn er unser Nachbar ist, liegen zwischen Erde und Mars mehr als 100 Millionen Kilometer. Eine Rakete braucht dafür mindestens ein halbes Jahr. Trotzdem planen gerade Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt die Reise zum Mars. Manche wollen ihn sogar bewohnbar machen. Mit Physikerin Christiane checke ich heute, wie das genau funktionieren soll. Sie zeigt mir, wie eine Marssiedlung aussehen könnte. Und wir gehen auf dem Mars spazieren. Natürlich nicht in echt, sondern mit einem Fernsehtrick. Cool, ne? Außerdem checke ich mit Astrophysiker Gernot, wie ein echter Mars-Raumanzug ausgestattet sein muss. Also, alle bereit für die Reise ins Weltall? Hier kommt der Mars-Check. Jetzt die Checker-Frage. Warum ist der Mars rot? Welchen Anzug brauchen Astronauten auf dem Mars? Und wie könnte das Leben auf dem Mars aussehen? Das check ich für euch. Wow. Ups. Nach meiner Landung treffe ich gleich Christiane. Sie ist Physikerin und hat ein ganzes Jahr auf einer Insel im Pazifik, auf Hawaii, in einer nachgebauten Marsstation gelebt. Zusammen mit 5 anderen Weltraumexperten. Das Ganze war ein Test. Christiane und ihre Kollegen wollten rausfinden, wie sich das Leben und Arbeiten auf dem Mars anfühlen würde. Raus durften sie nur mit Raumanzug, wie bei einer echten Marsmission. Und mit Christiane kläre ich auch meine erste Checker-Frage. Warum ist der Mars rot? Hallo, Christiane. Hallo, Tobi. Ich komme zu dir runter. Bis gleich. Mist, voll die Bruchlandung. Hallo, Christiane. Hallo, Tobi. Ich glaube, du brennst. Was? Du qualmst. Was? Du qualmst. Danke. Ja, gern. Sag mal, können wir die abnehmen? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Ja, gern. Oh, jetzt ist besser. Jetzt sehe ich dich auch. Schön. Ja, willkommen auf dem Mars. Ja, vielen Dank. Das ist mein erstes Mal hier oben. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich angekommen bin. Und ich finde es hier ziemlich toll. Ja, schön. Aber sag mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt auf dem Mars wirklich wären und wir hätten die Helme abgezogen, das wäre nicht gut, ne? Das wäre nicht gut für uns. Da würden wir keine Luft mehr bekommen, weil die Atmosphäre auf dem Mars, die ist sehr, sehr dünn. Mhm. Und vor allem, sie besteht auch nur oder vor allem aus Kohlendioxid, was für uns Menschen giftig ist. Also auf dem Mars würde uns der Sauerstoff zum Atmen fehlen. Okay. Und ich glaube, auf dem Mars, auf dem echten, würden wir jetzt gerade uns ziemlich den Arsch abfrieren, oder? Es ist saukalt da oben. Genau, also die Durchschnittstemperatur auf dem Mars, die liegt bei etwa minus 60 Grad Celsius. Das ist ziemlich kalt. Das ist ziemlich kalt. Und was ich auch merke, ich fühle mich ganz leicht. Ja, das liegt daran, dass hier auf dem Mars die Anziehungskraft deutlich niedriger ist als auf der Erde. Es ist nur etwa ein Drittel. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel springen würdest, dann würdest du 3-mal so hoch fliegen wie auf der Erde. Wirklich? Ja. Kann ich ausprobieren? Ja, mach doch mal. Halt mal bitte. Also einfach springen und dann fliege ich richtig hoch. Genau. Okay. 1, 2, 3. Oh, wow! Das hat Bock gemacht. Christiane und ich schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Auf dem Mars gibt es riesige Gesteinsbrocken, sandige Böden und manchmal auch gewaltige Staubstürme.
Heute bleiben wir zum Glück davon verschont. Und es gibt hier noch mehr zu entdecken. Der höchste Vulkan auf dem Mars, der Olympus Mons, ist mit seinen rund 22.000 Metern ungefähr 2,5 Mal so hoch wie der Mount Everest. Also der höchste Berg der Erde. Kaum vorstellbar, oder? Das riesige Talsystem hier, das Valles Marineris, ist mehr als 3.000 Kilometer lang. Das ist etwa die Strecke von Madrid bis Moskau. Im Gegensatz zu unserer Erde hat der Mars 2 Monde. Sie heißen Phobos, das heißt übersetzt Angst, und Deimos, was so viel wie Schrecken bedeutet. Also Angst und Schrecken. Mich erinnern die eher an 2 eingebeulte Kartoffeln. Christiane, warte mal. Ich finde es hier wunderschön und so, aber ich frage mich eine wichtige Sache. Warum ist denn der Mars rot? Das liegt daran, dass das Gestein hier sehr, sehr eisenhaltig ist. Und vor langer, langer Zeit gab es hier mal Wasser und Sauerstoff. Und das hat dazu geführt, dass das Eisen im Gestein gerostet ist. Also der Mars ist rot, weil er rostig ist. Also wenn mein Fahrrad lange draußen steht, es regnet viel und so weiter, irgendwann kriegt es diese braun-rötlichen Stellen, Rost. Genau. Und genau das macht hier den Marsboden so rötlich. Genau, das ist der gleiche Vorgang. Gut, aber wenn du jetzt sagst Wasser, ich sehe hier ehrlich gesagt nirgendwo Wasser. Das Wasser gibt es hier auch nicht mehr. Ah. Also es gibt nur noch ganz wenige kleine Reste, also zum Beispiel am Südpol gibt es noch gefrorenes Wasser. Also oh, können wir uns das nicht angucken? Ja, gern, wenn dein Raumschiff noch fliegt. Das ist natürlich, ich lade dich ein, komm mit. Na dann, nix wie ab zum Südpol. Ich glaube, da ist er schon. Und das Weiße da hinten, ist das jetzt der Südpol? Das ist der Südpol. Also oben drauf sieht man Trockeneis, unten drunter ist dann gefrorenes Wasser. Und wenn man dann noch tiefer graben würde, dann könnte man tatsächlich flüssiges Wasser finden. Früher gab es Wasser auf dem Mars. Das ließ das eisenhaltige Marsgestein rosten. Und so wurde der Mars zum roten Planeten. Gecheckt. So Leute, wir fliegen jetzt zurück auf den Mars. Und für euch so lang die Mitmachfrage. Volle Kraft voraus? Volle Kraft voraus. Woher hat der Mars seinen Namen? A. Vom römischen Kriegsgott? B. Vom griechischen Liebesgott? Oder C. Vom ägyptischen Schokoladengott? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass hier mal Menschen leben sollen. Christiane hat das Leben auf dem roten Planeten ja schon mal getestet. 1 Jahr lang, auf so einer kleinen Marsstation auf Hawaii. Okay, das sieht super abgefahren aus. Erzähl mal, wie war das so? Auf dem Mars ist man entfernt von allen anderen Menschen. Aber gleichzeitig ist man mit den wenigen Menschen, mit denen man vor Ort ist, die ganze Zeit zusammen auf diesem engen Raum. Habt ihr euch gestritten? Ja, natürlich, das gehört dazu. Okay. Und sonst, was waren so die Erlebnisse, die du da hattest? Erzähl mal eine Geschichte. Wir hatten eine Richtlinie, nach der wir nicht mehr als 8 Minuten duschen sollten pro Woche. Pro Woche? Pro Woche. Und wir hatten intern so einen kleinen Wettbewerb, wer am schnellsten mit der Dusche fertig ist. Und der Rekord liegt bei 24 Sekunden. Echt? Hä, was ist das? Ist das ein Marsmensch vielleicht? Nein, das ist kein Marsmensch, das ist der Curiosity Rover. Was ist das denn? Das ist ein kleiner Rover oder ein beweglicher Roboter, der seit einigen Jahren hier auf der Marsoberfläche rumfährt, Gesteinsproben sammelt, die analysiert und die Daten zur Erde zurückschickt. Also ein echter Mars-Roboter von den Menschen auf den Mars gesandt. Genau. Die Entwicklung eines Mars-Rovers dauert mehrere Jahre. Dann geht's mit einer Rakete ab zum roten Planeten. Dort geht der Rover dann auf Entdeckertour, ferngesteuert von der Erde. An den gesammelten Gesteinsproben können die Forscher zum Beispiel ablesen, wo es irgendwann mal Wasser und vielleicht auch Leben gab. Forscherinnen und Forscher schicken auch solche Sonden zum Mars. Sie umkreisen den Planeten und schicken unter anderem Aufnahmen der Marsoberfläche zur Erde. Weil man den Mars auch ohne Teleskop von der Erde aus sehen kann, interessieren sich die Menschen quasi schon immer für den roten Planeten. Schon die alten Römer haben vor über 2000 Jahren ihre Beobachtungen zum Planeten feinsäuberlich notiert. Und auch der heutige Name Mars stammt von den alten Römern. Seht! Der rote Planet! Er erinnert mich an Blut. Lasst ihn uns nach unserem Kriegsgott benennen. Mars.
Vor ungefähr 150 Jahren hat dann der Italiener Giovanni Schiaparelli eine ganz detaillierte Karte vom Mars erstellt. Er hat sich den Planeten mit einem Teleskop genau angeguckt und hat an der Oberfläche Kraterlandschaften entdeckt. Die hat er Meere genannt. Und so tiefe Schluchten hat er Kanäle getauft. Und diese Kanäle waren der Grund dafür, dass sich plötzlich richtig, richtig viele Menschen für den Mars interessiert haben. Die dachten nämlich, wenn es da oben Kanäle gibt, dann müssen die ja von Marsmenschen gebaut worden sein. Später hat sich dann herausgestellt, diese Kanäle waren zumindest zum allergrößten Teil nur eine optische Täuschung. Also das heißt, die gab es gar nicht wirklich. Und die Marsmenschen dann eben auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja auf dem Mars doch irgendwie eine Art von Leben. Ich frage mal Christiane und ich weiß auch schon wie. Tada! Hallo. Hi. Also, Frage kannst du dir jetzt selbst denken, ne? Glaubst du, es gibt Leben auf dem Mars? So richtige Marsmenschen wie mich? Also die Chance besteht tatsächlich, dass es Leben auf dem Mars gibt. Aber ich glaube, das sieht eher nicht so aus wie du. Warum denn? Also wenn es Leben auf dem Mars gibt oder jemals gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass es so kleine Mikroben sind und nicht so in voller Lebensgröße. Also du meinst so Lebewesen, die man mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht sehen kann? Genau. Schade. Aber das heißt ja auch, ich kann mich eigentlich wieder in mein normales Raumfahrer-Outfit schmeißen. Das könntest du ja. Soll ich? Mach mal bitte. Naja. So, da bin ich wieder. Hier oben haben wir soweit alles gecheckt. Jetzt geht's zurück zur Erde. So, eigentlich würden wir jetzt ja richtig lange zurück brauchen auf die Erde, ne? Ja, so 6 Monate. Genau, halbes Jahr. Aber ich habe in diesem Raumschiff verbaut den Checker-Turbo-Knopf. Okay. Wenn ich den drücke, dann sind wir ruckzuck wieder auf der Erde. Dann mach mal. Soll ich? Ich glaube, der ist... Oh nein. Das war der falsche Knopf. Der Checker-Turbo-Knopf ist der da. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Christiane treffe ich nachher nochmal. Jetzt geht's erstmal weiter mit der zweiten Checker-Frage. Welchen Anzug brauchen Astronauten auf dem Mars? Marsforscherinnen und Forscher hoffen, dass sie doch noch Leben auf dem roten Planeten entdecken und dass der Mensch irgendwann dort wohnen kann. Dieser Traum treibt die Forschung immer weiter an. Noch weiß niemand, wann wir den Mars betreten werden. Das Training dafür läuft auf jeden Fall bereits auf Hochtouren. Hier testet gerade ein österreichisches Forschungsteam einen Spezial-Mars-Raumanzug. Die Forscherinnen und Forscher waren dazu im Oman unterwegs, im Südwesten Asiens. Mit dem selbst entwickelten Anzug spielt das Team echte Mars-Missionen nach. Die Wüste soll dabei an die Marsoberfläche erinnern. Mit dabei im Forschungsteam war auch Gernot. Er hat den Raumanzug für den Mars mitentwickelt. Hallo Tobi. Hallo Gernot. Willkommen in Innsbruck. Danke. Wollen wir schauen? Sehr gern. Wow, das ja, ist er, oder? Das ist er, ganz genau. Krass. Kann ich mal anziehen, reinschlüpfen? Geht leider nicht. Das Ding ist sehr wertvoll und braucht ca. 5 Monate Grundausbildung, bevor du rein darfst. Und dann dauert es anziehen ca. 3 Stunden und braucht ein ganzes Team rundherum. Nicht dein Ernst. Okay, jetzt musst du mir mal erklären, was dieser Anzug alles kann. Also wir haben jede Menge Elektronik auch verbaut, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Die ganze, die Funkgeräte drinnen zum Beispiel, die Bordcomputer. Aber nachdem auch ein Mensch drin ist, muss man im Raumanzug, wenn man viele Stunden drin arbeitet, auch essen, trinken, aufs Klo gehen können. Es geht alles auch mit dazu. An den weißen Stummeln hier werden später Schläuche befestigt. Darüber bekommt die Astronautin oder der Astronaut Essen und Trinken. Und wenn jemand mal muss, dann braucht er das hier. Eine spezielle Astronautenwindel. Durch das Rohr hier hinten im Helm bekommt die Astronautin oder der Astronaut frische Luft. Und es gibt sogar einen kleinen Werkzeugkoffer am Raumanzug für Reparaturen und Arbeiten. Die Antenne überträgt alle Bilder oder Messdaten an die Bodenstation. Ein Funkspruch braucht im Schnitt ca. 10 Minuten, bis er auf der Erde ankommt. Das heißt, wenn der Astronaut sagt, irgendwas passt nicht, irgendwas drückt oder schmerzt oder was auch immer, dann wird er auf der Erde das erst 10 Minuten später empfangen. Das heißt, wir müssen sehr vorausschauend planen, damit sich keine Probleme entwickeln können überhaupt. Genau, weil wenn man es weiterdenkt,
Dann kommt die Notmeldung, sag ich mal, vom Astronauten 10 Minuten später an. Genau. Auf der Erde brauchen sie 5 Minuten, um zu reagieren. Und nochmal 10 wieder zurück, halbe Stunde später fast. Was ist denn, weil ich komme ja mit den Händen nicht an mein Gesicht, da ist ja das Ding hier davor. Genau. Was ist, wenn mir die Nase juckt oder so? Ja, das kann ja richtig nervig ganz werden. Richtig. Also Niesen im Raumanzug drin ist eine ganz schlechte Idee. Es gibt ziemliche Sauerei natürlich, ne? Deswegen haben wir da so einen Stoffteil und da kann man richtig die Nase reinruppeln, damit man nicht niesen muss. Das ist sehr praktisch. Ey, das finde ich echt verrückt, weil also das hier ist irgendwie ein hochtechnisches Gerät, ne? Du kannst damit auf einem anderen Planeten sein. Und dann baut ihr da was rein, damit man sich die Nase kratzen kann. Ganz genau. In einem Mars-Weltraumanzug müssen Astronauten atmen, essen, trinken, sprechen und natürlich auch aufs Klo gehen können. Checkt. Und wann glaubst du, wird das wirklich passieren? Wann wird die erste Person mit so einem Anzug über den Mars laufen? Also wir denken, dass die erste echte Mars-Expedition in circa 20 bis 30 Jahren stattfinden wird. Das heißt, wir glauben auch, dass derjenige Mensch, was den ersten Schritt auf den Planeten setzen wird, schon jetzt geboren ist. Also warte mal, dann könnte der jetzt gerade zugucken und Checker Tobi gucken. Absolut, genau. Also voll möglich, ganz genau. Wer weiß. Tatsächlich. Der erste Mars-Astronaut, die erste Mars-Astronautin ist vielleicht bei uns gedanklich dabei. Ist ja cool. Gut, jetzt weiß ich, ich darf in diesen sauteuren, tollen Anzug nicht rein. Aber hast du irgendeine Art für mich, das auch mal so ein bisschen nachzufühlen? Wir haben zum Beispiel Trainingshandschuhe, mit denen unsere Astronauten, wenn sie ihre Grundausbildung beginnen, mal hineingehen, um praktisch ihre Fingerfertigkeiten zu üben. Die Handschuhe der Astronauten haben gleich mehrere Schichten. Das Greifen wird damit super schwierig. Also man merkt jetzt schon, es ist wie so Bauhandschuhe, es ist ein bisschen gröber einfach. Krass, und mit diesen riesigen Handschuhen soll ich noch irgendwas arbeiten können? Du siehst diesen Würfel hier. Ja. Und so, was ich bitten würde, mach wieder einen Würfel draus. Gleichzeitig soll ich auf diesem Wackelbrett stehen. Das Training wird dadurch extra schwierig gemacht. Damit nachher beim echten Einsatz wirklich jeder Handgriff sitzt. Für das Leben auf dem Mars super wichtig. Also ich habe ich weiß ja nicht mal, wie ich ohne Handschuhe so einen Würfel wieder zusammenkriege. Sehr gut, ja. Aber immerhin, du kannst schon das Gleichgewicht halten, das machst du echt gut. Danke. Ey, ich glaube, das kriege ich im Leben nicht hin. Dafür trainiert man auch natürlich, das braucht Zeit. Wow, man hat überhaupt kein Gefühl in den Händen. Ich weiß nicht, die Handschuhe sind sowieso groß, aber da sind ja noch 2 Schichten drunter. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt nur einzelne Stäbchen nehmen soll und in der anderen Hand. Also es ist einfach richtig, richtig, richtig anspruchsvoll. Gernot, das war echt super spannend. Vielen Dank. Ich bin jetzt nochmal bei Christiane im Forschungszentrum der Universität Bremen. Hier kläre ich auch meine letzte Checkerfrage. Wie könnte das Leben auf dem Mars aussehen? Das ist es. Das ist das gute Stück. Wow. Durch ihr Mars-Training auf Hawaii weiß Christiane, wie eine perfekte Unterkunft auf dem roten Planeten aussehen muss. Gemeinsam mit ihrem Forscherteam hat sie ein noch besseres Modell einer Mars-Unterkunft entwickelt und aufgebaut. Hier, das Teil hier, das ist es. In dem neuen Modell gibt es nicht mehr nur einen Raum, sondern gleich mehrere Zimmer. Und eins davon gucken wir uns jetzt mal genauer an. Können wir denn da jetzt mal reingucken? Ja, natürlich. Darf ich? Ja. Dann betrete ich jetzt die erste Mars-Raumstation. Das ist ja ultralässig. Warte, ich schätze, das hier wäre ein Forschungsmodul, also ein Labor, genau, oder? Ein Labor. Das ist eingerichtet, damit man hier wissenschaftliche Untersuchungen durchführen kann. Aber es gibt doch Wissenschaftler, die hier tatsächlich schon mal so ein bisschen was ausprobiert haben, oder? Genau. Aber wir können die ja eigentlich einfach mal herholen, ne? Ja, klar. Ich meine, wir sind jetzt nicht auf dem Mars, aber wir sind ja immerhin im Fernsehen. Und da kann man ja so Tricks machen. Wir könnten sie ja hierher beamen. Okay. Soll ich mal machen? Mach mal. Okay. 1, 2, 3. Oh, hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Guten Tobi. Tag. Ich bin Dr. Martin Castillo. Hallo, freut mich. Hallo. Guten Tag. Ich bin Cyprien. Hallo, Cyprien. Cyprien ist Franzose, Martin ist Amerikaner. Weil die beiden kaum Deutsch sprechen, beantwortet Christiane meine Frage.
Und was genau macht ihr beiden da jetzt? Also woran forschen die? Also der Cyprien, der ist Astrobiologe. Der kann nach Spuren von Leben auf dem Mars suchen. Du suchst nach Leben auf dem Mars. Schon gefunden? Noch nicht. Noch nicht, okay. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er an Cyanobakterien forscht, die dafür geeignet sind, um Sauerstoff, also Luft zum Atmen, für die Menschen zu erzeugen. Hat den riesigen Vorteil, dass man nichts von der Erde zum Mars transportieren muss. Das ist ja richtig cool. Und guck mal, in der grünen Flüssigkeit wachsen die sogenannten Cyanobakterien. Mit deren Hilfe sollen auf dem Mars nicht nur Sauerstoff, sondern auch Treibstoff, Lebensmittel und sogar Medikamente hergestellt werden. Und was ist das hier für ein Gerät? Und hier ist ein 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker. Sprich, man kann damit Sachen herstellen, ne? Genau, also mit diesem 3D-Drucker kann ich verschiedene Teile herstellen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas brauche, was ich nicht mitgenommen habe, oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann kann ich mir entweder das Ersatzteil selbst drucken oder Werkzeug, um die Reparatur durchzuführen. Sagen wir, man hat einen Schraubenzieher auf der Erde vergessen, braucht aber dringend einen, könnte man sich einen Schraubenzieher einfach drucken. Ich kann dann drucken aus Plastik oder aus Metallpulver oder vielleicht sogar aus dem Gestein, aus dem Gesteinspulver, das sowieso auf dem Mars vorhanden ist. Das war richtig cool heute. Christiane, vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen, dass es super schnell weitergeht. Und auch euch viel Erfolg für eure Projekte. Danke. Mars-Unterkünfte sollen möglichst ohne Versorgung von außen auskommen. Spezielle Bakterien sollen die Luft zum Atmen herstellen. Checkt. So. So. Ich starte jetzt gleich wieder mit meinem Raumschiff durch. Und für euch gibt's noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Und den Schubhebel. Ich wollte von euch wissen, woher hat der Mars seinen Namen? A. Vom römischen Kriegsgott, B. Vom griechischen Liebesgott oder C. Vom ägyptischen Schokoladengott? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Und auch der heutige Name Mars stammt von den alten Römern. Er erinnert mich an Blut. Lasst ihn uns nach unserem Kriegsgott benennen. Mars. Richtig ist also Antwort A. So Leute, das war's vom Mars-Check. Ich fand's richtig aufregend und ich bin echt gespannt, wer wohl der erste Mensch auf dem Mars sein wird. Für mich geht's jetzt auf jeden Fall weiter. Auf zum nächsten Planeten. Auf zum Jupiter! Navigation an. Ihr Ziel befindet sich in 542 Millionen Kilometern. Nach dem zweiten Mond scharf links abbiegen. Na gut. Wäre das der gewesen? Muss ich jetzt... Bin ich vorbeigefahren? Die Route wird neu berechnet. Nächste Wendemöglichkeit in 8 Monaten. Was? Oh nein, Leute, ich glaube, ich mache den Autopilot an. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Autopilot an. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt.